Das ist aber ein lustiger Bursche, der da auf der Landstraße herankommt. Hey, junger Bursch, Ihr seid ja recht vergnügt am frühen Morgen. Das soll wohl sein. Auf 7 Jahre hatte ich mich verdingt. Heute sind sie um und einen Klumpen Gold habe ich als Lohn bekommen. Ach. Jetzt geht's nach Haus. Ach, dann seid ihr wohl... Der Hans im Glück, der bin ich, ja? Wollt ihr den Klumpen Gold mal sehen? Nein, ihr dürft ihn keinem zeigen, Hans. Oh. Hört auf mich. Es könnte euch nämlich einer darum bringen. Der soll mir mal kommen. Na, nichts für ungut. Ich muss weiter. Na dann, Glück auf den Weg, Hans. Danke, danke. Ach, ist das heiß. Der Klumpen Gold fängt übel an zu drücken. Und wenn ich denk, ich soll ihn bis zum Abend schleppen, das ist kein Spaß. Mich deucht, da kommt ein Reiter. Der hat's bequem, braucht nicht zu laufen und ist geschwind am Ziel. Schönen guten Tag auch, Reitersmann. Guten Tag. Ich wollte, ich hätte es auch so gut wie ihr. Wo fehlt's denn? Ach, fragt mich nicht. Ich mühe mich ab und hab schon einen wunden Buckel. Hier sitzt du Pferd. Was schleppt ihr denn so Schweres? Ach, einen Klumpen Gold. Ich bin's schon leid. Na, wenn's euch leid ist, wüsste ich Hilfe. Das wäre ja... Lasst hören. Nehmt ihr mein Pferd, gebt mir den Klumpen Gold. Ein Pferd? Das wäre mir recht. Wenn euch daran liegt, dann sollt ihr's haben. Es ist ein Pferd, wie ihr kein zweites findet. Ich trenne mich nicht leicht von ihm. Doch euch zuliebe... Ich möchte schon gern. Dann müsst ihr aber schleppen. Der Klumpen hat es in sich, sag ich euch. Die Mühe will ich auf mich nehmen. Gebt mir das Gold. Das Pferd ist euer. Es läuft recht schnell. Soll's noch geschwinder traben, dann schnalzt nur mit der Zunge und ruft hopp, hopp. Hopp, hopp. Ich will's mir merken. Ich helf euch noch hinauf. Ach, jetzt ist mir leicht. Nun mag die Sonne brennen. Ich dank auch schön. Tschüss. Tschüss. Das war ein guter Handel. Jetzt sitze ich hoch zu Pferd und lass es mir behagen. Und wenn ich will, dann geht es noch geschwinder. Wie war's? Was sollte ich sagen? Ja, richtig. Hopp, hopp. Da, schau, es spitzt die Ohren. Nun zeig mal, was du kannst. Brrr, halte an. So schnell braucht's nicht zu gehen. Hörst du denn nicht? Wie bring ich's nur zum Stehen? Au! Oh! Hey, ist hier einer, dem das Pferd gehört? Ich habe es eingefangen. Ja, hier. Nanu, ich höre wen und sehe keinen. Wo seid ihr denn? Na, hier, im Graben. Die Mähre hat mich abgeworfen. Ach, ich komme schon. Wartet. So, versucht mal. Seid ihr heil geblieben? Ich glaube ja. Na, dann steigt wieder auf. Aufsteigen? Nein. Nein, ich hab genug davon. Den Hals hätte ich mir brechen können. Tja, wie's halt trifft. Mit eurer Kuh seid ihr viel besser dran. Die hat's mit der Gemächlichkeit. Ja, freilich. Milch, Butter, Käse, das alles kann man von ihr haben. Ja, das ist was. Dafür ist's eben eine Kuh. Wollt ihr sie haben? Dann gebt mir euer Pferd. Und sie ist euer. Mein Pferd? Habt ihr das wohl bedacht, wenn's euch nun abwirft? Ich werd schon mit ihm fertig. Da, nehmt es und gehabt euch wohl.
Kuh heißt Liese, wollte ich euch noch sagen. Hab ich ein Glück. Kaum geht mir etwas krumm, da biegt sich's ganz von selber gerade. Komm, Liese. Ich habe einen Durst. Hans, schlag dich an den Kopf. Du brauchst ja nicht zu dürsten, du hast ja eine Kuh. Steh, Liese. Jetzt wirst du erst gemolken. Nur eine Mütze voll. So schwer kann das nicht sein. Versuchen wir's. Steh still. Ja, ja, doch. Stripp, strapp, strull. Es kommt nichts. Ich will's nochmal probieren. Es will nicht gehen. Wie komme ich an die Milch? Sei nicht so widerspenstig. Jetzt hat sie euch getreten. Wie? Grad vor die Brust. Ihr lacht noch? Ich hab euch zugesehen. Tja, melken muss man können, Freundchen. Sonst lässt sich's keine Kuh gefallen. Mu, wär ich dich nur schon los. Hä? Ihr wollt sie nicht behalten? Wenn ihr den Tritt bekommen hättet, ihr dächtet ebenso. Wartet. Wenn euch dran liegt. Ich hätte da ein Schweinchen. Seht's euch mal an. Hübsch rund und rosig, wie? Ja. Nehmt erst mal einen Zug aus meiner Flasche, dann lässt sich's besser reden. Das tut gut. Ich danke auch. Das Schweinchen? Ja. Wenn ich mir eure Kuh so recht besehe, ich sag euch, die ist alt. Von der bekommt ihr keine Milch, die taugt nur noch zum Schlachten. Ich bin ein Metzger, ich verstehe mich darauf. Rindfleisch ist mir zu trocken, ich mach mir nichts daraus. Ihr seid gescheit. Ein Schwein ist saftiger und dann das Schmalz. Oh, Schmalzbrot, da geht mir nichts darüber. Da habt ihr meine Kuh, ich nehm das Schwein. Diese bin ich los. Was für ein Glück ich heute hab. Ei, gut.